dass wir natürlich heute für uns als Volkspartei Niederösterreich einen schmerzlichen Tag erleiden. Keine Frage, mit dem Ergebnis kann man nicht zufrieden sein, wenngleich auf der einen Seite auch die Prognosen immer in diese Richtung auch gewesen sind. Fakt ist, wir haben uns vorgenommen, Blau-Rot zu verhindern. Diese Mehrheit geht sich jetzt nicht mehr aus. Und trotzdem ist es jetzt wichtig, dass wir in die Zukunft schauen und das Arbeiten für Niederösterreich wieder beginnt. Wir haben einen Wahlkampf erlebt. Wir haben immer gesagt, der schmutzigste Wahlkampf aller Zeiten. Und ja, das war er in Wahrheit auch. Es ist ja eine Protestwelle auch über das Land gerollt, verursacht durch die internationalen Krisen, die es einfach gibt. Und ja, deswegen muss man ganz ehrlich sagen, es ist kein gutes Ergebnis für die Volkspartei Niederösterreich, aber, und so sehe ich das, unsere Funktionärinnen und Funktionäre sind gelaufen, dem Charakter gezeigt bis zum Schluss und das ist ja auch etwas Positives. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, die Gräben in den nächsten Wochen zu schließen, die so tief gegraben worden sind in den letzten Wochen und vor allem auch offen zu sein für Verhandlungen. Denn mein Ziel ist es, sowohl mit der SPÖ als auch mit der FPÖ zu einem Arbeitsübereinkommen zu kommen, so wie wir das in der letzten Legislaturperiode hatten. Und ich denke, dass wir hier gut zusammengearbeitet haben, denn sonst wäre es nicht möglich gewesen, 99% aller Regierungsbeschlüsse auch einstimmig zu fassen. Und ich denke, dass dieses Miteinander, diese Zusammenarbeit in der Regierung ganz wichtig ist, dass hier vor allem Land und Leute auch profitieren.